Dann hallo erstmal, ich bin der Stefan aus Chemnitz. Ich habe mal ein Thema mitgebracht, was ich glaube relativ selten war im CCC-Umfeld in letzter Zeit. Es geht um das maschinelle Sehen, auch als Bildverarbeitung bekannt oder Computer Vision. Ich bin im Chaos of Chemnitz aktiv und beruflich bin ich Wissenschaftler an der TU Chemnitz und beschäftige mich da mit diesem Computer Vision. Es gibt viele aktuelle Entwicklungen in dem Bereich. In der Bevölkerung habe ich irgendwie so das Gefühl, da kommt das meistens nicht so rüber, wenn man das sagt, ja, ich mache mal was mit maschinellem Sehen, dann ist sofort der Eindruck da, naja, das ist ja das mit den selbstfahrenden Autos und mit den selbstschießenden Panzern. Da gibt es dann vielleicht so ein Tablet-PC mit so einer App und das ist ja eigentlich sowieso nur Militär. Und da gibt es einen Soldaten und der wählt dann irgendein Facebook-Bild aus vom Feind und dann kann die Drohne den identifizieren und abschießen. Und mehr ist irgendwie nicht so richtig bekannt aus der Bildverarbeitung. Es, wenn man plötzlich länger drüber nachdenkt, kennt man vielleicht noch, ja, okay, da gab es dieses OCR, da wird Adresse gelesen von der, vom Brief oder vom Paket bei dem entsprechenden Paketzusteller und dann geht es auch. Ja, dann hat man irgendwie so das Gefühl, vielleicht ist in letzter Zeit gar nicht mehr so viel passiert in der IT, so in den letzten Jahren, aber gerade in diesem ganzen Computer Vision Bereich, künstliche Intelligenz ist da auch ein großes Thema, neuronale Netze, da hat sich sehr viel getan. Da werde ich auch mal erzählen, so was so die Ziele sind in dem Bereich, wo das angewendet wird, wie das so grundsätzlich funktioniert. Jetzt keine so anspruchsvollen Details. Was gibt es da ungefähr, was ist verfügbar, was könnte man selber machen? Ja, bisher war das immer so. Man hat relativ schnell gemerkt, wenn es irgendwas Neues gibt. Also man hat beim Computer, ja, müssen Daten irgendwie immer per Hand eingeben oder vielleicht gab es spezielle Sensoren, die auf eine Aufgabe zugeschnitten waren. Also wenn wir gerade zum Thema Bild, sind, haben wir ja Barcode oder QR-Code und irgendwie hat man als Mensch so die Kontrolle, was da als Daten rein und raus geht, was damit passiert. Man ist sozusagen selbst die Schnittstelle und jetzt kommt aber so der Moment, wo der Computer nicht mehr so mundgerecht vorbereitete Daten braucht, sondern der hat eben Sinne wie der Mensch, der hat also Augen und Ohren und kann einfach so die Umgebung wahrnehmen, wie sie ist und auswerten mit allen Unzulänglichkeiten dieser Daten. Und trotzdem kann der am Ende sinnvolle Informationen rausziehen. Und für uns Menschen ist es teilweise gar nicht nachvollziehbar, was da eigentlich passiert. Und da kommen auch einige Überraschungseffekte raus. Also die physikalische Welt ist mit der Cyberwelt verbunden. Und da hat man auch den schönen Begriff geprägt, Cyberphysical. So. Und ja, also eigentlich, man bekommt es nicht so richtig mit, was in den letzten Jahren passiert, aber wenn man es mal so irgendwelche Dienste nutzt, also Suchmaschinen zum Beispiel, da gibt man einen Begriff ein und guckt mal auf die Bildersuche. Ja, und da sieht man auch das, was man da gesucht hat. Und wenn man dann noch ein paar Nebenbedingungen mitstellt, also ich habe mal hier Violett zum Beispiel ausgewählt, werden diese Bilder auch noch ein bisschen nach der Farbe klassifiziert. Nun könnte man denken, da sitzt jemand da und gibt da vielleicht ein, ja, das Bild enthält das. Oder vielleicht steht bei dem Text der Begriff dazu und dann wird das vielleicht irgendwie zugeordnet. Aber wenn man die Qualität der Suchergebnisse beobachtet, erscheint es schon eher so, als würde tatsächlich das Bild ausgewertet werden. Nun gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu annotieren, also die Daten festzulegen, was darauf zu sehen ist. Zum Beispiel durch diese Captchas, wo dann gefragt wird, ist das jetzt ein Hund oder eine Katze? Und wenn man das Richtige nennt, geht's weiter. Somit generieren die entsprechende Daten. Aber das ist nicht das Einzige. Auch die neuen Bilder werden dann durch automatische Verfahren automatisch identifiziert. Das geht auch recht gut.
momentan. So, natürlich ist die Frage, warum macht man das? Spielerei ist halt schön, aber da gibt es ein paar Gründe, warum sich das so sehr durchsetzt. Der Hauptgrund ist so meines Erachtens Kostensparen. Das ist eigentlich bei allen Technologien primärer Grund. Da gibt es eben dann die Lieferdrohne, die das Paket nach Hause liefert, irgendwann. Und das, ohne dass da jemand da sitzt und einen Joystick bedient. Da gibt es das selbstfahrende Fahrzeug, was natürlich auch ein bisschen Luxus ist. Also man fährt vor die Haustür, wo kein Parkplatz ist. Und dann fährt das idealerweise ohne Insassen weiter weg zu einem Parkplatz am Stadtrand. Und das ist halt dann so eine echte Erleichterung, weil dann spare ich tatsächlich Zeit und damit ja auch indirekt Kosten. Genauso der Taxifahrer, der dann in Form als humane Ressource wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt wird, wenn man das so schön ausdrückt. Ja, noch ein Thema ist natürlich ganz groß, Sicherheit. Das ist einerseits Fahrerassistenzsysteme, was halt sich dahingehend durchsetzt, dass es eben viele Menschen gibt, die eben auf Insassensicherheit, Sicherheit von Fußgängern Wert legen, bereit sind auch viel Geld dafür zu zahlen. Dann auch noch ein bisschen weniger bekannt, E-Call-Systeme im Hausumfeld, also Home-E-Call ist so ein Begriff. Es geht darum, es kann ja immer passieren, dass aufgrund von Krankheit oder irgendwas oder Unfälle passieren zu Hause, irgendein Herzinfarkt, sonst was. Und das wird eben auch daran geforscht, dass automatische Kamerasysteme, die eben nicht übers Internet das Bild in die Cloud streamen oder irgend sowas, sondern das embedded verarbeiten, dann Alarm auslösen können. Und das ist auch ein relativ großer Markt. Es gibt Menschen, die dafür sehr viel Geld zahlen, diese Zusatzsicherheit zu haben. Ja, genauso Überprüfung von Notausgängen, dass da nichts dasteht oder irgend sowas. Baustellensicherheit, Roboter, die gucken, dass niemand die Baustelle betritt oder dass niemand in irgendeine Gefahrensituation hineinläuft. Und was halt auch noch so ein Thema ist, Unterhaltung. Also es geht ja durch die Medien, es gibt diese Xbox One mit der Kinect One, eine Kamera, die dann den Menschen identifiziert, die Pose identifiziert, und dann kann man so Spiele wie SingStar, aber halt zum Thema Tanzen da spielen. Oder gibt es irgendein Punktesystem? Ich weiß nicht, kennt jemand sowas oder benutzt jemand sowas? Hier aus dem Raum? Traut euch? Also es sieht aus wie niemand. Das ist halt auch so ein Ding, also so für Unterhaltung, für so Privatgebrauch und so hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt. Das sieht man halt einfach nicht so richtig. Tja, überlegen wir uns mal so ein Anwendungsbeispiel. Wir hatten vorhin die Bilderkennung für die Bildersuche. Und da hat man natürlich mehrere Aufgaben. Bildverarbeitung klingt immer schön und einfach und alles gleich. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, was müssen wir da eigentlich machen? Wir müssen erst mal klassifizieren, was ist auf so ein Bild zu sehen. Hier zum Beispiel Pferd, Hund, Mensch, Auto. Und da gibt es noch eine Zahl dazu. Das ist so die Erkennungssicherheit. Also so ein Algorithmus, der schreibt, der jetzt so ein Objekt erkennen soll, gibt auch einen Wert aus zwischen 0 und 1, der aussagt, mit so viel Prozent bin ich mir sicher, dass es auch wirklich das ist. Und dann kann man natürlich einen Schwellwert einstellen, ob es dann lieber eher falsch positive oder eher falsch negative liefern darf. Das kommt halt auf den Anwendungsfall an, was jetzt ein größeres Risiko darstellt. Das ist der Punkt Nummer 1, Klassifikation. Punkt Nummer 2 ist Lokalisierung, also wo befindet sich das im Bild? Und dann gibt's noch einen weiteren Teil, die Aktivitätsbeschreibung. Also hier haben wir das nicht drin in dem Beispiel, aber Aktivitätsbeschreibung, es wird dann sowas dastehen wie Person reitet auf Pferd. Also das kann dann
auch aufgrund dieser lokalen Zuordnung noch genauere Informationen darüber rausfinden. Und dann geht es halt noch ein bisschen weiter. So richtig bei Videoportalen habe ich das noch nicht bemerkt, dass bei der Suchfunktion direkt der Videoinhalt durchsucht wird. Aber es gibt Technologien, die das können. Und da gibt es die Teilbereiche visuelles Tracking. Also wenn sich ein Objekt da drin bewegt, muss ich wieder identifizieren, dass es auch dasselbe Objekt ist, was in dem vorherigen Bild war. Dann gibt es die Bewegungsklassifikation. Das heißt, wenn sich ein Objekt über die Zeit da auf dem Bild bewegt, sollte man auch eine Aussage darüber ableiten können, was das jetzt ist. Zum Beispiel fliegt da ein Ball, rollt da ein Ball, ist da eine Person, die läuft oder rennt oder ähnliches. Die Posenklassifikation gehört dazu. Und zwar sowas, wie man hier sieht, da arbeitet eine Person in der Küche und schneidet da irgendwas aus. Da sieht man, das sind so viele kleinteilige Dinge, also Körperteile, die da im Kontext zueinander stehen. Und daraus wird dann entsprechend die Information gewonnen. Genauso die Handlungserkennung, also es wird am Ende eine Klasse zugeordnet, der Handlung. Auch mal darauf achten, ich habe da unten immer mal so eine URL angegeben. Also das stand von dem Algorithmus PCNN. Das ist meistens Open Source, das ist, oder eigentlich ist fast alles Open Source aus dem Bereich. Den habe ich auch mal getestet, kurz, wie funktioniert. Ja, was auch noch so ein Ding ist, was auch noch was Sinnvolles ist, vielleicht auch so Gebärdensprache in Text umwandeln vielleicht, also automatisches, also jemand, der zum Beispiel nur Gebärdensprache beherrscht, weil er vielleicht schon von Geburt an taub ist, nicht die richtige Intonation hat, wo das einfach nicht gut genug verständlich ist, wäre das ja gut, der kann sich einfach mit Gebärdensprache unterhalten, sondern automatisch übersetzt. Und dazu gibt es halt auch wieder das Problem, man muss den Menschen erst mal im Bild sehen und muss die Pose, also die Stellung der einzelnen Gliedmaßen kennen. Hier habe ich das mal für eine Steuerung gemacht. Also es gibt auch die Idee, Geräte, Roboter per Posen zu steuern. Ganz einfach, zum Beispiel im Krankenhausumfeld ist ja Hygiene eine wichtige Sache. Und wenn man da alles Mögliche anfasst, kann man halt doch mal Krankenhauskeime übertragen. Und so kann man das kontaktlos machen. So, es gibt viel, also es gibt sehr viele Anwendungsfälle, auch bei gerade Assistenzsystemen von Fahrzeugen. Da muss man Fußgänger erkennen, Absicht erkennen, will da jetzt über einen Zebrastreifen gehen, was auch immer. Muss erkennen, gibt es da eine Baustelle, blinkt das vordere Fahrzeug, muss mehreres kombinieren, also Navi zum Beispiel und Umgebung kann, wenn da irgendwas ist, was da nicht zusammenpasst. Also die Straße ist nur mit einer Linkskurve da sichtbar und das Navi sagt aber geradeaus, kann ja sein durch irgendeinen Fehler. Man braucht das visuelle Tracking, damit man auch sieht, da stehen vielleicht mehrere Fußgänger, die über einen Zebrastreifen oder Ampel oder irgendwas drüber wollen und muss die ja dann von Bild zu Bild zuordnen, damit man auch wieder das, die Absicht erkennen kann. Das darf ja nicht verwechselt werden, sonst funktioniert ja der nachfolgende Algorithmus nicht. Das muss in Echtzeit gehen, harte Echtzeit. Und da gehören auch Regelschleifen dazu, denn wenn so ein Algorithmus das Fahrzeug steuert, verändert sich ja wieder der sichtbare Bildinhalt und das darf sich ja auch nicht aufschaukeln. So die Erkennungssicherheit von diesen Algorithmen, die nur klassifizieren und lokalisieren von Objekten, ist recht hoch. Hier haben wir ein Beispiel, das habe ich im Gang vom Universitätsgebäude aufgenommen. Das da vorne mit der kleinen Box da, das bin ich, ist relativ dunkel, die Umgebung. Man sieht halt, den Mensch erkennt es mit 77,6% Sicherheit. Und die Angaben hier, das sind Meter ausgehend vom Mittelpunkt, das ist dann XY ist 0 und dann ist die Z-Achse da hinten noch angegeben. Also wenn ich jetzt, ich bin hier 9,18 Meter entfernt von der Kamera, diese
diese Messung ist eigentlich relativ einfach gewesen. Gerade auch die Abstandsmessung. Das ist zwar eine Kamera, die eigentlich Entfernung messen kann, aber die Ergebnisse waren so schlecht, wenn man ungefähr die Größe aus dem Algorithmus nimmt, kann man auch den Abstand relativ sicher berechnen, weil die Menschen ungefähr gleich groß erscheinen. So, auch so ein Einsatzbereich ist Pflege. Also da geht es ja auch um das Thema Privatsphäre. Vielleicht möchte man nicht unbedingt fremdes Pflegepersonal bei sich ins Haus lassen und Körperpflege ähnliches machen lassen. Es wäre vielleicht gut, wenn man Maschinen hätte, die das unterstützen. Also ich stelle mir das halt so vor, wenn eine Person gehbehindert ist, irgendwas, dass sich in eine Dusche reinhockt oder ähnliches und dann hat man einen Roboter, der automatisch den Duschkopf bewegt. Das reduziert halt den Kontakt zu dem Pflegepersonal. Gut wäre es natürlich, wenn die Software und die Hardware dann Open Source wäre und auch sichergestellt wird, dass da keine Internetverbindung da ist, während das System in Betrieb ist. Und auch kein großer Speicher, der dann irgendwie die Daten noch aufhebt, die Bilder. Das ist auch so ein Problem, dass da noch Echtzeitregelungstechnik reingehört. Also da ist noch sehr viel zu erforschen, dass das funktioniert. So mal die Idee hinter dem ganzen Konzept der Bildverarbeitung. Das ist ja irgendwo eine Art inverses Problem. Und die Grundlage hinter dem System ist die sogenannte Kompression. Also ähnlich wie man es von JPEG oder Videokompression ähnlichen kennt. Denn die Information besteht aus so grob drei Kategorien. Entropie, also was dann die Relevanz darstellen soll in dem Fall, die Irrelevanz und die Redundanz. Und jetzt habe ich einfach mal als Beispiel Objekt halt einen Bildschirm mitgebracht. Und wenn man den erkennen soll, wäre jetzt erstmal die Frage, welcher Teil ist jetzt von dem Objekt die Irrelevanz? Hätte da jemand eine Idee? Ja, genau. Also das Bild auf dem Monitor ist die Irrelevanz. Der Algorithmus darf sich daran nicht festhalten und die Klassifikation davon abhängig machen. Ja, vielleicht eine Idee für die Redundanz. Ich sage es einfach mal, also zum Beispiel, dass die Farbe von dem Rahmen gleich ist oder dass die Front ungefähr gerade ist. Also wenn man jetzt den von der Seite sehen würde, wird er sich ja redundant die gesamte Vorderfläche drehen. Das wird er ja sich nicht in sich verformen. Und die Entropie werden halt, oder die Relevanz werden halt so Eigenschaften wie die, das sind halt Ecken, das ist halt viereckig, rechteckig, sonst was. So ein Algorithmus muss natürlich dann entsprechende Filter innen drin besitzen, so das erkennt. Und da sind wir eigentlich schon anhand des Beispiels bei den Besonderheiten von einzelnen Objekten, die man da sehen kann. Es gibt Objekte, die starr sind, wie dieser Bildschirm. Dann gibt es Segmentstarres, also zum Beispiel der menschliche Körper, der hat halt Gelenke und dazwischen ist was Starres oder so ein Notebook, das man aufklappen, zuklappen kann oder die Winkelkatze zum Beispiel, da ist auch der Arm da, Segmentstarr. Oder ganz flexibel, also sowas wie Gleitung, irgendein Seil, ein Kabel, sonst was. Und je mehr da natürlich Flexibilität drin ist in der ganzen Geschichte, umso schwieriger ist natürlich dann die Objekterkennung. Dann gibt es noch Besonderheiten in der Umgebung. So vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren waren halt die Algorithmen so, da wurde die Umgebung irgendwo festgelegt. Das sah gut aus, das hat gut funktioniert. Aber jetzt, wo es darum geht, im allgemeinen Umfeld zu funktionieren, da muss man halt mit Verdeckung zurechtkommen. Objekte sind manchmal nur zu ein paar Prozent sichtbar. Es gibt Licht- und Schatteneffekte, Spiegelung. Es gibt natürlich auch
so ein Fall wie bei dem Bildschirm, wo ein Objekt nochmal auf einem Ausdruck oder auf einem Bildschirm sichtbar ist, das sollte am besten auch noch erkannt werden, dass das nicht fehlinterpretiert wird. Das Ganze ist, wie schon gesagt, die Lösung eines inversen Problems. So, jetzt mal zu der Technik dahinter. Auch die aktuellen Zauberverfahren, um es mal so auszudrücken, basieren noch auf grundlegender Theorien, also wie die Kreuzkorrelation. Wenn man jetzt mal so ein Dokument einscannt, würde jetzt ein OCR-System, wenn man sich das mal so überlegt, so ein Referenzobjekt nehmen, also wie dieses E da, und mit dem Scan vergleichen. Da kommt dann die Kreuzkorrelation raus, die da sichtbar ist mit ein paar so weißen Wolken. Aber das sind so drei Stellen, wo das besonders hell ist. Und wenn man jetzt noch eine Schwellwertbildung durchführt, sieht man, dass es tatsächlich an den Stellen, wo das E ist. Also so grundsätzlich funktioniert es. Es ist natürlich sehr fehleranfällig und das ausgebleicht ist an den Stellen, geht es nicht. Wenn es woanders zu stark ist, geht es auch nicht richtig. Das liegt einfach an dem Problem der Autokorrelation. Also das Objekt ist selber mit sich ähnlich und es ist ja auch mit anderen Dingen ähnlich. Also wenn man das mal zurückgeht und sagt, das E ist so ähnlich wie das D, also da ist nur der Strich in der Mitte ein bisschen anders. Oder wie es R, da ist auch diese Rundung da oben dran. Das ist alles nur ein geringer Unterschied und trotzdem muss das am Ende das Objekt korrekt identifizieren können. Autokorrelation des Scans, also da ist sehr viel Selbstähnlichkeit drin. Autokorrelation der Referenz. Man sieht, dass es jetzt hier in den Ecken, also der Koordinatenursprung ist die Ecke, das ist eigentlich nur so eine Art Wolke. Eigentlich will man eine Autokorrelation, was einfach nur ein weißer Punkt ist. Also hat möglichst keine Selbstähnlichkeit, aber es ist eben trotzdem Redundanz drin und das kann man halt nicht ausschließen. Das sind halt reale Abbildungen. Wer kennt das Konzept der Korrelation, Kreuzkorrelation nicht? Es sind doch einige. Ich erkläre es mal anhand eines Beispiels. Das ist jetzt was Eindimensionales, kein Bild. Hier oben habe ich einfach mal einen Verlauf. Das könnten jetzt Helligkeitswerte oder bei Sprachsignalen eben Auslenkungen sein. 3, minus 6, minus 5, 0 und 8. In Summe ist das 0. Und jetzt nehme ich das Gleiche und schiebe das von links nach rechts durch und multipliziere das jetzt immer wieder. Man sieht dann, wenn ich da 3 mal 8, das ist dann 24. Oder ich gehe dann weiter runter, gerade jetzt in der Mitte, wo ich das Ganze exakt mit sich selbst multipliziere. Da habe ich dann den größten Wert von 134. Und da sehe ich an der Stelle, wo dieser sehr große Wert entsteht, ich multipliziere das ja jetzt Element für Element, bildet dann eine Summe. Und das ist dann die Autokorrelation in dem Fall, weil ich habe ja das Objekt mit sich selber korreliert und erkennt das wieder, dass es an derselben Stelle wieder existiert. In der Praxis ist es so, wenn ich eine Kreuzkorrelation durchführe, dann sind das oben nicht exakt diese Werte, sondern das ist irgendwie, sind andere Zahlen. Aber der Gedanke dahinter ist, dass mein Objekt einfach als Summe auf etwas anderes überlagert ist. Also man hat zum Beispiel das Bild und das Kamerarauschen oder irgendwelche Helligkeitseffekte da drauf oder beim Ton, bei der Audioanalyse, da habe ich Hintergrundgeräusche und die eigentliche Sprache. Und durch diese Multiplikation mit dem Referenzwert und dieses ständige Schieben, dann finde ich irgendwo den Punkt, wenn ich das da drüber schiebe, wo das exakt aufeinander liegt. Und dann habe ich eben diese große Summe. Und dort muss es sich befinden an der Stelle. Aber man sieht natürlich, das funktioniert nicht immer, obwohl ich hier ja gar keine Störung drin habe, sondern nur die Referenz mit sich selbst vergleiche, habe ich ja diese Autokorrelation, habe dann woanders auch relativ große Werte dazwischen. Das ist also
nicht so ganz einfach, damit was zu finden. Die, dann habe ich jetzt mal diese Folie noch dazu genommen, weil es, wenn man da ein bisschen Literatur liest, liest man was von Korrelation und Faltung. Und man weiß immer nicht so richtig, was ist denn jetzt das eine und was ist das andere und was hat denn das miteinander zu tun? Und zwar ist die Kreuzkorrelation eigentlich das gleiche wie die Faltung. Aber es ist so definiert, dass ich einfach das Argument tausche, also das ist einfach eine Spiegelung von dem Referenzsignal gegenüber dem zu suchenden Signal, zu dem untersuchten Signal vorhanden. Und im Komplexen ist der Imaginärteil getauscht. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Das Komplexe bleibt jetzt erst nur im Reellen. Aber grundsätzlich ist halt immer das Ding, man macht, führt immer diese Multiplikation durch, das Referenz mit dem Original und schiebt das dann einfach Schritt für Schritt drüber. Dann kann man eben diese Kreuzkorrelation anhand der Faltung berechnen. Da das halt relativ schwierig ist und immer mal und eigentlich viele Fehler mit sich bringt durch die Selbstähnlichkeiten, die Störungseffekte, ist man dann irgendwann übergegangen dazu, neuronale Netze für das Ganze einzusetzen. Und die sind ein bisschen aufwendiger aufgebaut momentan. Man hat eine Eingabe, wo das Bild reinkommt, die Ausgabe, wo das Ergebnis rauskommt und sogenannte Hidden Layer, also das ist mehrlagig aufgebaut. Nicht so, wie man vielleicht die Vorstellung haben könnte, wie im Gehirn, dass das alles kreuz und quer miteinander vernetzt ist. Nein, das ist Schicht für Schicht aufgebaut. Es geht am Anfang rein, geht zur nächsten über die Information und so weiter, bis es dann am Ende rauskommt. Da gibt es keinen Rückweg zwischendrin. Und die Neuronen verarbeiten eben jede kleine Information. Am Ende kommt zauberhafter Weise die Information raus, die Nutzinformation raus. Da gibt es mehrere solcher Schichten, also die sind klassifiziert nach der sogenannten Convolution-Schicht. Die ist dafür da, diese Kreuzkorrelation auszuführen. Danach gibt es eine nichtlineare Schicht, diese ReLU oder Aktivierungsschicht. Die bildet den Schwellwert, wie wir das vorhin in dem Beispiel gesehen haben. Dann Pooling. Das geht ja darum, man hat ja ein relativ großes Bild mit vielen Bildpunkten. Am Ende will man da vielleicht nur ein paar Klassen haben, die man am Ende ausrechnet. Oder ein Bild, wo man grob das Objekt identifizieren kann. Einfach Reduktion des gesamten Datenraums. Dann gibt es die Normalisierungsschicht. Das hat halt technische Gründe. Man muss irgendwo den Definitionsbereich anpassen, gerade wegen dieser Aktivierung, wegen diesen Nichtlinearitäten. Dann gibt es die sogenannte Fully Connected Schicht. Das ist eine Neuronenschicht, wo jeder Eingang auf den jeweiligen Ausgang wirkt. Da komme ich dann noch dazu. Das geht darum, für diese Klassifikation die Daten zu liefern. Und der Loss Layer, der die dazu, irgendwie muss ja ein Modell in dieses Neuronenschichten rein. Und das geht halt nur über sogenanntes Training. Und das ist eine mathematische Optimierung. Dazu brauche ich eine Kostenfunktion. Dafür ist der Loss Layer gut. Die Faltungsschicht funktioniert so, man hat eben diesen Filter, also das war wie diese Referenz vorhin in diesem OCR-Beispiel. Und hier sieht man vielleicht auch die Faltung nochmal besser von der Funktionsweise. Man hat das Eingabebild und schiebt das dann wirklich Pixel für Pixel da drüber und generiert dann diese Summe der Produkte. Und das ist dann hier diese minus 8 in dem Fall. Das gibt dann dieses Korrelationsbild am Ende. Und das Entscheidende ist eben, diese Referenz zu finden, dieses Referenzbild, denn wenn ich dann nicht einfach nur das Objekt suche, sondern vielleicht nur bestimmte Eigenschaften von dem Objekt, dann komme ich vielleicht mit irgendwelchen Störungen oder mit Selbstähnlichkeit besser zurecht. Und jetzt mal so eine Überlegung, ist das eigentlich wichtig, dass dieser
dass diese Referenz 3x3 hat, oder wäre das jetzt schlimm, wenn man das würde 20x20 oder 100x100 machen und dann das Netz zu trainieren? Jemand eine Idee? Also, es funktioniert theoretisch auch, wenn es zu groß ist, weil nach dem Lernprozess, wenn diese Parameter optimiert werden, könnte man den Rest ja null machen und dann wäre es ja wieder so ein kleiner Filter. Und hier sieht man nochmal das Grundproblem. Wenn man jetzt so einen Filter hat, der nur diese obere Ecke da erkennt von dem A oder nur diese Kreuzungspunkte, und ich tue das jetzt in solche kleinen Elemente einteilen, dann habe ich zum Beispiel schon eine Skalierungsinvarianz. Es ist egal, welche Schriftgröße das Dokument hat. Ich kann das dann trotzdem wiedererkennen, weil ich ja nur diese kleinen Features, also nur diese kleinen Eigenschaften da suche, und dann habe ich dann entsprechend drei Bilder am Ende, drei solche Korrelationsbilder. Das erste zeigt halt, wo sich die Spitze befindet, das eine, wo sich das linke Bein da befindet von A, das andere das rechte. Und dann kann ich das weiterverarbeiten in einer tieferen Neuronenschicht. Nochmal zur Aktivierung. Ich muss das ja trainieren, dieses ganze Netz. Also muss ich ja auch die Nichtlinearität, wann eben diese Schwelle wie wirkt, damit ich am Ende wirklich sagen kann, das ist eine Klasse, also sonst hätte ich ja nur eine rein lineare Operation, die muss ich ja mit berücksichtigen. Und da gibt es so ein paar Eigenschaften. Also ich will zum Beispiel den Wert zwischen 0 und 1 haben, damit ich sagen kann, das ist das Objekt oder nicht. Und dann nehme ich als nichtlineare Eigenschaft diese Sigmoid-Funktion, oder damit es schneller zu berechnen gibt, diese Rectified Linear Unit rechts, dass ich eben keine negativen Werte habe. Dann ist gibt's ja noch dieses Pooling, damit ich diesen Raum verkleinere. Also wenn ich jetzt einen großen Bildausschnitt habe und will nur ungefähr die Nachbarschaften kennen, dann suche ich einfach immer wieder in Zweierpixelschritten die Maxima. Und hier sehe ich dann auch, dass ich immer nur die, wo ich diese kleinen Elemente gefunden habe, wenn wir nochmal auf das A zurückgehen, was wir gesucht haben, da wird jetzt das kleine A dazu führen, dass die inneren Elemente von diesem 4x4 Element dann die großen Werte enthalten, weil es dort diese Teilgebiete erkannt hat. Bei dem großen wären es halt die äußeren Bereiche, aber das soll ja am Ende das Gleiche sein. Und deshalb sieht man auch diese Verkleinerung des Ganzen, so ein kleines 2x2 Element, was dann immer wieder die gleiche Aussage liefert, egal wie groß das Objekt ist, es kommt immer das Gleiche raus. Damit habe ich die Skalierungsinvarianz geschaffen. Pooling, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Man kann das Maximum suchen, Durchschnitt finden. Das kommt halt drauf an. Am Ende, das sind halt so kleine Optimierungssachen, ob das dann das bisschen besser funktioniert oder nicht. Da kann man sich halt ewig streiten und viele Optimierungsmöglichkeiten finden, lange Doktorarbeiten schreiben, sonst was. Dann gibt es die Normierung oder Normalisierung. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Die sogenannte laterale Inhibition, hat da jemand eine Idee, was das bedeuten könnte? Das hängt damit zusammen, wenn ich jetzt so ein neuronales Netz habe und berechne da zum Beispiel den Durchschnitt in so einem mittleren Vektor, dann Maximalwert, sonst was, und normiere den gesamten Vektor auf diesen Wert, dann reduziert sich ja der Anteil dieser kleineren Bereiche. Also sobald ich irgendwo vielleicht ein Objekt oder irgendwas gefunden habe, unterdrückt die ganzen anderen Aktivierungen. Das ist halt für die Klassifikation wiederum wichtig. Dann gibt es am Ende noch den Loss Layer, die Kostenfunktion. Da geht es eben darum, zum Beispiel
den Ausgang des Netzes mit dem Zielwert, also was da drauf trainiert werden soll, zu vergleichen. Diese Differenz bestimmt dann, wie dieses Netz verändert wird, also die sogenannten Gewichte. Das wären zum Beispiel diese Filterschichten, diese Referenzen in dem Convolution Layer. Wenn am Ende der Unterschied sehr gering ist, dann bricht man das Ganze ab. Da gibt es verschiedene Loss-Funktionen, Hinge-Loss, sonst was. Aber ich habe mal ein Beispiel, das ist vielleicht interessanter. Der erste Teil mit dem Hinge-Loss, dort oben, da geht es um eine Klassifikation. Jetzt, wenn man sich sowas anguckt, rein mal so grob überschlagen. Die Idee, man will jetzt drei Klassen unterscheiden von den Objekten, die ich da sehe. Und jetzt interessiert mich erstmal nur diese letzte Klasse da. Und jetzt muss ich das Netz so anpassen, dass das idealerweise mit dem Eingabebild das Signal 001 erzeugt, weil das genau das Bild ist, was diese Klasse hat, auf die ich das trainieren will. Also gehe ich einfach so ran, ich sage, dass ich nehme den ersten Wert, subtrahiere den zweiten Wert, ich nehme den ersten Wert und subtrahiere den letzten plus 1 und den zweiten Wert nehme ich auch und subtrahiere den letzten plus 1 und wenn jetzt 001 wäre, wäre der Loss 0. Ich muss nichts mehr anpassen. Wenn aber der letzte Wert klein ist und einer der ersten Werte ist groß, da habe ich einen großen Loss, also ich teile dem mit, dass noch eine weitere Anpassung erfolgen muss. Oder unten dieses Cross-Entropie, da geht es nochmal um ein anderes Prinzip. Also ich gebe diese Ausgabe des neuronalen Netz, bilde ich einen Exponenten, dann mache ich wieder diese Normalisierung mit dieser lateralen Inhibition und gehe dann wieder auf den Logarithmus. Da ist die Idee dahinter einfach, dass man nicht mit dem tatsächlichen Wert arbeitet, sondern mit dem Informationsgehalt. Der Logarithmus, das ist ja quasi zurückrechnen, auf wie viel Bit wäre das. Und damit kann ich das Netz besser auf den eigentlichen Informationsgehalt anpassen. Also es ist ja nie so, dass ich am Ende wirklich perfekt das auf Null trainieren kann. Es bleibt ja immer ein Restloss, weil ich will ja eigentlich ein Modell lernen, nachdem das Netz klassifiziert und nicht nur eine 1:1 oder irgendeine Tabellenabbildung generieren mit einem unendlich großen Netz. Und da will ich natürlich das so machen, dass es möglich, dass da irgendwo eine Logik dahinter ist, nachdem das klassifiziert und das möglichst kompakt ausdrückt, dieses Modell. So normalerweise zeigt man so ein Modell eines Neurons am Anfang. Ich habe das mal nicht gemacht, weil die Neuronenlaken eben nicht genau dem entsprechen, was hier ist. Also das zeigt eigentlich nicht so eine Lake, sondern das Teil zeigt zwei Laken. Und zwar diese Aktivierungsfunktion ist ja die Aktivierungslage und der vordere Teil ist halt so ein lineares Neuron. Und jetzt ist die Idee ganz einfach, man legt irgendein Eingangsbild an, am Ausgang gibt man halt vor, was soll das sein. Ich rechne das vorwärts durch, indem ich da diese Gewichte, also dieses W, mit einem Zufallswert oder mit einem Referenzwert initialisiere. Das wird dann multipliziert. Ich habe eine Summe. Am Ende habe ich die Aktivierungsfunktion, das kommt was raus. Das weicht natürlich davon ab, was das für eine Klasse von Objekt ist. Dann berechne ich die Abweichung und gehe dann zurück durch die Aktivierungsfunktion. Ich muss natürlich die an der Stelle linearisieren und sehe dann, welche Abweichung ist dort an der Stelle Netzeingabe und kann dann dementsprechend die Gewichte wieder anpassen. Und da gehe ich natürlich so ran, wenn ich da bei der Eingabe 0 habe, da brauche ich kein Gewicht anpassen, weil dieses Gewicht hat keinen Einfluss. Ich brauche natürlich nur das Gewicht anpassen, wo entsprechend große Eingaben vorhanden sind und dann halt auch in die Richtung, wie die Eingabe Einfluss hat, ob es jetzt positiv ist oder negativ.
Und wenn ich das immer nur ein kleines Stück weiter anpasse, habe ich am Ende natürlich, wenn ich tausende Bilder zeige, tausende und da vielleicht zwei Klassen habe, in die ich die eingeteilt habe, irgendwann die Neuronen so weit angepasst, dass es das klassifizieren kann. Da sind natürlich sehr viele Schichten vorhanden von so einer Sache. Dann gibt es noch ein paar Tricks, das ist Batch Normalization. Denn man hat das ja gesehen, wenn man immer wieder diesen Schritt geht, das Berechnen, dann wieder rückrechnen, welcher Fehler das ist. Das kann man nicht parallelisieren. Dann geht man halt einen anderen Weg, man führt so eine genannte Batch man arbeitet mit Batches, also man geht nicht sofort diesen Schritt, diese Differenz zu berechnen, sondern man analysiert die statistische Ausgabe in Mittelwert und Varianz. Dann kann man gleich mit einem Schritt diese Gewichte im großen Sprung anpassen. Da gehe ich jetzt noch weiter. Jetzt sieht man mal so ein neuronales Netz, wie das dann tatsächlich aussieht. Man hat ein Eingabebild und eben mehrere Filter. Hier in dem Fall 4 Filter und dann hat man am Ende tatsächlich 4 Bilder, wo immer unterschiedliche Teilaspekte rausgefiltert werden, also irgendwelche geraten Kreise, irgendwelche Grundelemente. Das ist natürlich alles nur aufgrund des Trainings entstanden, dann dieser Filter. Dann geht man einfach immer weiter runter, also man macht so ein Pooling oder man filtert wieder mit so einer Faltungsschicht, bis man am Ende sehr viele solche Filter hat. Und das kann man mit diesem vollfundenen Layer zu einer entsprechenden Objektklasse bringen. Es gibt dazu, damit man sich das nicht alles selber angucken und implementieren muss, also da hätte man wahrscheinlich relativ schnell aufgegeben und keine Lust mehr, vor allem weil das Ganze ja relativ rechenaufwendig ist und man dann auch noch Grafikkarten dafür braucht. Deshalb gibt es fertige Frameworks, die sowas können. Das KEFI ist sehr verbreitet. Ich würde aber TensorFlow empfehlen, wenn es jemand probiert, da kann man in Python direkt dieses Netz beschreiben, also welche Eigenschaften die Laken haben soll, wann soll es ein Faltungslayer sein, wann so ein Relu und wie soll der Pooling-Layer aussehen. Sonst bei diesen anderen, also bei KEFI oder CNTK bräuchte man nochmal eine extra Programmiersprache, wo das Modell nochmal extra beschrieben wird. Also das TensorFlow ist ein bisschen angenehmer zu benutzen, das ist von Google. Theano geht auch in die Richtung. TensorFlow hat noch die Vorteile, man kann es auf mehrere Grafikkarten aufteilen. Gerade das Training dauert halt sehr lang, weil immer nur kleine Anpassungen vorhanden sind. Jetzt eigentlich, das ist noch das, was ich zeigen wollte, was jetzt noch ein bisschen High-Level ist, so der Gedanke hinter dem Ganzen. Das zeigt mal dieses Netz, was am Anfang die Klassifikation des Bildes durchgeführt hatte, wo wir das gesehen hatten mit diesem Pferd und den Menschen und dem Hund. Da hat man tatsächlich, also wenn man sich das anguckt, ist schon wieder mal anders als die Theorie, so ein bisschen, was ich vorhin erklärt hatte. Man hat nämlich hier 5 Eingabeschichten und dann ein sogenanntes Region Proposal Network. Und dieses gibt am Ende einfach nur Bereiche aus, in dem sich was befinden könnte. Danach geht es wieder runter an der Stelle. Und dann wird nämlich diese Region, wenn die jetzt irgendwie rechteckig eine beliebige Größe hat, genommen und einfach gestaucht und skaliert, dass es wieder ein Quadrat ist. Und danach erfolgt eine Klassifikation, also was ist da tatsächlich sichtbar. Das eine gibt den Ort und das nächste die Klasse. Natürlich gehe ich nicht wieder ganz zurück zu dem Bild, sondern ich optimiere das. Ich habe ja am Anfang sowas wie Eigenschaften extrahiert, ob das jetzt was Rundes oder Eckiges oder sonst was ist. Und das brauche ich ja dann sowieso wieder bei der Klassifikation. Also kann ich schon direkt mit diesen vorverarbeiteten Informationen in der 5. Lage
weiterarbeiten und finde dann am Ende die Klasse raus, dann kann ich das entsprechend ausgeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie trainiert man schon wieder so ein Netz, wenn das aufgeteilt ist? Und das geht natürlich entsprechend so. Man hat Referenzdaten, die zeigen das Bild und so ein Bereich, der, also dann wird so ein Bereich abgesteckt, das sind halt XY-Koordinaten, Breite und Höhe. Und diese Klasse, dann trainiere ich am Anfang nur das erste Netz mit diesen fünf Lagen und diesem Region Proportional Network, was ja auch wieder einfach nur ein paar solche Faltungslagen sind und diese Aktivierungslagen. Ich lasse dann erstmal den Teil weg mit der Klassifikation. Dann habe ich den ersten Teil trainiert, dann trainiere ich nur den zweiten Teil. Dazu verwende ich aber wieder zum Ausschneiden des Bereichs direkt meine annotierten Daten und gebe noch die Klasse dazu. Also ich trainiere das dann mit dieser Klassifikation. Und in einem dritten Schritt gehe ich so vor, dass ich dann nicht mehr diesen Bereich nehme, den ich in meinen annotierten Daten habe, sondern ich lasse jetzt das erste Netz tatsächlich den Bereich erkennen und trainiere das zweite Netz anhand des erkannten Bereichs. Das hat natürlich einen Grund. Die Erkennung ist ja nicht 100% genau für den ersten Teil. Und wenn ich jetzt die Klassifikation da drauf mache, kommt ein bisschen bessere Gesamtgenauigkeit raus. Also das ist am Ende so eine Idee hinter der ganzen Sache. So, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Zeit verbraucht. Dann wäre noch die Posenerkennung, die hätte ich jetzt noch vorbereitet. Aber hat jetzt bisher jemand Fragen? Ja, hier hinten. Du hattest diese Klassenwahrscheinlichkeiten gezeigt bei der Objekterkennung. Und wenn wir als Menschen ein Objekt erkennen, dann haben wir auch nicht immer eine Wahrscheinlichkeit von 1 oder 0. Obwohl wir eigentlich evolutionär dafür optimiert sind, dass wir Menschen unter allen Umständen erkennen. Wenn man das, oder habt ihr das mal verglichen, wer besser erkennt, Menschen oder ein gut trainiertes Netz? Ja, okay. Ja, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Es ist so, dass Menschen, glaube ich, so 95%ige Sicherheit haben bei der Objekterkennung. Also wenn man tatsächlich solche Bilder vorlegt, ein Mensch soll dann das Rechteck da drum zeichnen, Objekt zuordnen, was es ist. Und momentan ist der Schritt erreicht, dass tatsächlich die Maschine besser ist als der Mensch. Aber das ist natürlich nur bei dieser Klassifikationssache so. Wenn es um komplexere Dinge geht, also tatsächlich zeitlicher Ablauf, eine detaillierte Beschreibung, also sowas wie Mensch sitzt auf Pferd oder Mensch reitet da oder was auch immer, dann ist natürlich der Mensch wieder ein bisschen besser, weil es einfach eine komplexere Aufgabe ist. Und das muss natürlich die Maschine auch erstmal kennen, da braucht man einfach ein großes Netz. Man braucht viele Trainingsdaten, leistungsfähige Systeme, die das alles abbilden können. Oh. Noch was? Ja, also ich kann noch mal kurz hier zurückgehen. Wer sich das mal genauer anschauen will, für die Objekterkennung, es gibt dieses PyFaster RCNN. RCNN steht für Region Proportional Network, Convolutional Neural Network, ist von Microsoft Research entwickelt. Und eine Weiterentwicklung ist dieses PyRFCN, das nennt sich Fully Convolutional Network. Die arbeiten dann darauf, dass sie, also die wollen eigentlich diese ganzen Pooling Layer weglassen und dafür wird einfach direkt um ein Pixel reduziert, also diese Faltung funktioniert so, dass man einfach immer 2 Pixel weitergeht. Das hängt einfach damit zusammen, so was ich eben vorhin gerade noch nicht erklärt hatte, man muss ja komplett durch das Netz zurück trainieren, also man muss ja den Fehler, der am Ende kommt, irgendwie zurückpropagieren und gerade diese Nichtlinearitäten, diese Aktivierungsfunktionen und so, bringen eben Schwierigkeiten mit sich. Gerade diese Maximumsuche bei dem Max-Pooling führt dazu, dass ja eigentlich immer nur in die eine Richtung zurück propagiert würde, was eben
größeren Wert gibt, nicht das gesamte Netz angepasst. Und da ist das halt einfach eine Optimierung. Das sind also die Optimierungen, die jetzt kommen. Ja, war noch was? Nee, das war halt, ich jetzt hingeschaut. Ja. Ja, dann gibt es noch ein paar Sachen zu der Posenerkennung, was mittlerweile auch recht gut funktioniert. Da gibt es auch entsprechende Papers, wo dann tatsächlich diese Laken der einzelnen neuronalen Layer mal abgebildet werden. Also wie groß ist jetzt diese Convolution-Lake? Und wie geht es dann weiter? An welchen Stellen wird dann das Training reingebracht? Es gibt relativ gut beschriebene Papers bei sowas. Es gibt, was ich auch noch spannend fand, das visuelle Tracking, dieses MD-Net, kann man sich auch mal anschauen. Da geht es eben um die Wiedererkennung von bestimmten Objekten. Denn bisher habe ich nur erzählt, ja, man kann so ein Netz drauf trainieren, dann kann das klassifizieren, aber es gibt eben auch die Variante, man trainiert das allgemein auf vielen Bildern und dann gibt es so eine Art Eigenschaftsvektor, der jetzt irgendwo nichtssagend ist, aber der ist eben ähnlich, wenn Objekte sich ähneln. Also wenn jetzt von einem Bild aufs nächste Bild von einem Video sich einfach nur ein Objekt bewegt, dann sieht das ja trotzdem ähnlich aus. Und da kann man anhand dieses Vektors das Ganze wiedererkennen. Man braucht für sowas eine relativ gute Grafikkarte, damit das trainieren kann. Auch das Erkennen, die Bilderkennung, die ich vorhin gezeigt hatte, dauert auf einer normalen CPU, auf einer aktuellen 20 Sekunden, auf einer Grafikkarte sind es vielleicht 70 Millisekunden. Also vieles davon ist für Python verfügbar. Es ist Open Source. Man kann also relativ kostenfrei das alles selbst hinbekommen. So. Noch irgendwelche Fragen, irgendwie Ideen, was man machen könnte damit? Jemand irgendwie Lust, sowas selbst einzusetzen, sich damit zu beschäftigen? Nicht weiter. Okay, dann bedanke ich mich. Sehr schön.